Moin Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge hier bei WRC4. Und ja, wir haben es geschafft, wir sind Meister in der WRC2. Da der Kubica auf einmal bei der letzten Rallye auf einmal nicht mehr da war, hat er so viele Punkte abgegeben, dass wir nun uneinholbar vorne sind. Und ja, wir haben zwar noch eine Rallye vor uns, aber die können wir jetzt ganz entspannt angehen, denn 25 Punkte sind ja maximal zu holen. Und ja, wir haben 32 Punkte Vorsprung. Das heißt, wir sind nicht mehr einzuholen als Champion. So, wir werden trotzdem diese Rallye nochmal bestreiten. Es geht nämlich nach Spanien. Und ja, unser Rallye-Konkurrent ist Marcos Legato. Den wollen wir natürlich dann auch besiegen. Rallye-Ziel ist Position 1. Ja, ich bin mal gespannt, was der Kubica macht, nachdem er ja einen Totalausfall hatte bei der letzten Rallye, ob er diesmal dafür umso schneller ist. So, ich bin auch sehr gespannt, ob wir dann nächstes Jahr, wie das hier nach der Rallye aussieht, ob wir dann direkt das Angebot bekommen von anderen Teams. Müsste ja eigentlich, wir sind ja doch eigentlich deutlich vorne. Und da sollten wir eigentlich ein Angebot bekommen, damit wir denn um den Titel in der WRC1 mitfahren können. Ach, guck mal, und der Kubica denkt, dass der Alcubarri hier gewinnen wird. 3,5 Kilometer auf trockenem Asphalt haben wir. Und ja, einige Serpentinen wieder, was jetzt aber nicht so dramatisch ist. So, dann warten wir mal wieder, bis unser Freund der Ladebildschirm endlich mal zu Ende gegangen ist. Und dann können wir auch endlich loslegen mit der ersten Etappe. Das spanische WRC-Event ist in Katalonien beheimatet. Die asphaltierten Bergpässe wechseln sich immer wieder mit Schotterpisten ab, aber hier haben wir eigentlich 100% Asphalt. So, los geht's. In links 4 und rechts 3, in links 3, dann rechts 3, über Brücke. 40, links 3, öffnet sich, in rechts 3, über Brücke. 40, so, hier 3, sind wir bisher sehr gut rumgekommen. Und Haarnadel rechts, Mauer außen. Boah. Uiuiuiui, ja, da habe ich nicht drauf geachtet, dass hier Haarnadel war. So, eine halbe Sekunde nur vorne. Da hatte ich mir jetzt ein bisschen mehr Vorsprung erhofft. Und 40, Haarnadel links. Vorsicht. Mauer innen. Rechts 6, scharfe Kurve. In rechts 3 und links 3. Dann rechts 3. Wow. Eieiei. Da waren wir ein bisschen flott unterwegs. Öffnet sich. Mittig halten. Aber solange es nur die Karosserie ist, die leicht kaputt geht, ist es auch alles zu verkraften. Rechts 2, in Haarnadel links. Haarnadel rechts, 40. Dann links 4, in rechts 4, nicht schneiden. So, 2,2 Sekunden, 60. Das sieht schon besser aus. Rechts 5, in links 6. Vorsicht, links 4. Brücke, dann rechts 4, Barriere außen. Ah, ein bisschen weit rausgekommen. Links 4, dann rechts 4, unter Brücke. Uiuiuiui, und hier auch. So, jetzt müssen wir erstmal das Auto wieder abfangen, ein bisschen. Links 4, 40. Ja, hat man gleich gemerkt, eine Sekunde verloren. In Haarnadel links, Mauer außen. Rechts 5, in links 5, und rechts 4, und Haarnadel links. Uiuiuiui. Die war aber schwer zu sehen. Ich meine, dass da eine Haarnadel kommt, wussten wir, aber wegen dem Schatten und so war das erst ganz spät zu sehen. So, eigentlich trotzdem ein ganz guter Sektor. Wir sind hier eigentlich in die Serpentinen sehr gut rumgekommen. Und das belohnt sich auch gleich wieder mit einem sehr guten Vorsprung.
40. So, den wollen wir jetzt natürlich auch ins Ziel reinretten. Und links 5, in rechts 4. A-Nadel links, 40. Dann A-Nadel rechts. Und das Auto läuft gut, also auch beim Rausbeschleunigen hier aus den Drifts bei den Haarnadelkurven ist das doch sehr vernünftig. Also super Reifen drauf. So muss das Auto nämlich fahren. Ja, sollten den Vorsprung nochmal vergrößert haben, ich schätze mal so auf 3,5 Sekunden. Und ja, das war doch eine super Etappe für uns. 3,7 Sekunden haben wir Vorsprung. Ja, schön. Und 5,6 auf den dritten Alcubarri. Ja, dann machen wir doch gleich mal weiter mit der nächsten Etappe. Und ja, dann danach machen wir dann Etappe, also kommt ja erstmal der Service Park, danach die dritte Etappe. Und dann machen wir erstmal wieder ein kurzes Päuschen, bevor es dann in der nächsten Folge weitergeht. Und Ende der nächsten Folge sehen wir dann, wie es denn in dem Spiel, in dem Karrieremodus weitergeht. So, wir haben 77% trockenen Asphalt, Schwierigkeitsgrad 2 von 5, nur 3,8 Kilometer. Ja, da sollten wir doch unseren Vorsprung auf jeden Fall ausbauen können. Ja, wichtig ist natürlich auch, dass wir das Auto nicht zerlegen, weil wenn das Auto am letzten Tag so gut ist wie am ersten Tag, dann haben wir alles richtig gemacht und da kann man viel Zeit mit verlieren oder auch gewinnen, wenn man das Auto so ein bisschen mit Vorsicht behandelt. So, jetzt geht's aber erstmal weiter auf die zweite Etappe. Ganz schön dunkel. Und los geht's. Ja, und vom Schaden her hat man eben gesehen auf der Schadensübersicht, dass wirklich nur das Chassis kaputt ist und alles andere noch vernünftig ist, also Federung, Bremsen, Motor, Getriebe und so weiter. Au. 60, mittig halten. Rechts 4, in links 4. Und rechts 3, in links 3. Das war schön gemacht. Jawohl, so muss man hier fahren. Am Anfang noch ein bisschen mit Schwächen, deswegen wird es wahrscheinlich keinen Vorsprung geben. Oh doch, 2 Sekunden. Dann haben wir da im letzten Abschnitt doch richtig was gut gemacht. Haarnadel links, sehr eng, Steine innen. Haarnadel rechts und 40. Oh, meine Nase kribbelt. Da muss ich mal eben ein bisschen vom Gas geben. Gas gehen. Rechts 3, lang, Vorsicht, über Brücke. Links 3, lang und rechts 3. Hinter Gebäuden, über Brücke. Links 3, scharfe Kurve, Barriere. So, Vorsprung rechts ausgebaut, 3,4 Sekunden. Und rechts 4. Links 3, dann links 3, in rechts 3. Und links 3, in rechts 2, Barriere außen. Links 3, 60. Vorsicht, rechts 2, lang in links 3. Wow. Und ich habe es schon mal angedeutet, ich werde es auch nochmal machen. Wenn euch diese Rennspiele und auch wie ich die Art, wie ich sie fahre bzw. kommentiere, wenn euch das gefällt, dann könnt ihr natürlich sehr gerne mich abonnieren. Denn wir werden im November, also ist ja jetzt quasi, werden wir auch noch Need for Speed Rivals haben. Ich hoffe mal, EA hat den Titel nicht verbockt, wie sie es ja vorher schon so oft gemacht haben. Ich hoffe, das Spiel wird wirklich eines, was die Need for Speed Titel quasi würdig ist. Und ich hoffe mal, die machen da keinen Unfug mit. Also Most Wanted 2 war schon absteigender Ast. Ich hoffe, sie treiben es nicht weiter nach unten mit der Serie. So ähnlich wie bei dem Fußballmanager. Ähnlich wie bei SimCity. Also das ist halt, ach ja, ich weiß nicht, EA,
Mittlerweile bin ich doch, spiele ich doch lieber Spiele von Ubisoft. Activision ja nicht. Da hat es ja eine Vorgeschichte gegeben bei mir noch. Da werde ich erstmal nichts machen. Aber halt alles, was Ubisoft ist. Oder halt diese kleinen anderen Publisher, wie zum Beispiel der von diesem Spiel hier. So, jetzt aber erstmal wieder zum Ergebnis. Ja, die Rallye haben wir, die Etappe haben wir souverän gewonnen mit 8,7 Sekunden. Wahnsinn. Haben wir mal richtig Gas gegeben und da haben wir schon einen richtig guten Vorsprung von 12 Sekunden. Also, obwohl es hier um nichts mehr geht, fahren wir hier trotzdem super Zeiten. Und ja, also was ich sagen wollte mit EA, das ist, was sich die Jungs erlauben, das ist unglaublich. Also, schon vor dem Fußballmanager 14 war das wirklich schon an der Grenze. Aber was die sich jetzt mit Fußballmanager 14 da erlaubt haben, ist echt der Wahnsinn. Also, okay, wenn man es nicht auf die Reihe kriegt oder wenn man Probleme mit dem, mit den Codern hat oder mit der Firma, die das denn macht, okay, kein Problem, kann mal passieren. Dann bleibt das Spiel halt mal bis auf die Datenbank-Updates mal so bestehen, wie es ist. Aber dass die dann da wirklich so tun, als wäre das ein neues Spiel und das dann für einen Vollpreis eigentlich verkaufen von 40 Euro, geht gar nicht. Also hätten die gesagt, ja okay, wir können nur die Datenbank-Updates machen, wir haben Lizenzen verloren, das Spiel hat sich eigentlich nicht verbessert, wir wollen es aktuell halten, wir wollen die Serie fortführen. Erwartet nicht zu viel, aber ein bisschen was werdet ihr drin haben, vor allem halt Aktualität. Wir machen euch da ein Spiel fertig für 10 Euro oder 15 Euro, okay. Kein Problem, sehr gerne, aber das, was die gemacht haben, geht gar nicht. Ich werde das auch nochmal bei dem FM14 Let's Play nochmal ansprechen. So, Karosserie und Federung, das können wir natürlich easy reparieren, weil wir die Zeit dafür hatten. Und dann machen wir gleich weiter mit Etappe Nummer 3. So, deswegen habe ich da meine Bedenken, ob was jetzt, na, Battlefield 4 kommt da auch raus, da bin ich auch mal sehr gespannt, was die Kritiker da sagen. Aber Battlefield ist eigentlich eine sehr solide Reihe. Ja, dann haben wir ja noch, ja, Rivals. Ich bin sehr gespannt, was sie da gemacht, was sie da machen. So, jetzt aber nochmal hier 3,6 Kilometer, eher Schotter als Asphalt. Naja, ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe, dass die Need for Speed Rivals richtig gut machen werden. Und danach wünsche ich mir irgendwie nochmal so ein Teil, vielleicht nächstes Jahr dann, so ähnlich wie Underground zum Beispiel. Nochmal richtig mit Feintuning, optisch, alles mögliche. Ich weiß nicht, ob das noch in ist oder nicht, aber das war richtig geil damals, das Spiel. Naja, wir werden sehen. Jetzt aber erstmal Etappe Nummer 3. Jetzt, los, los. Rechts 3, auf Schotter, links 3 und rechts 6, Abhang außen. Dann links 3 und rechts 2. 40. Links 3, in rechts 3, Abhang außen. Boah, das ist eine miese Nummer hier. Guckt euch mal an, wie das da links runter geht. Gut, da mal hier sowieso sofort, wenn man mit dem Reifen die Strecke verlassen hat, direkt wieder in die Mitte gesetzt wird, ein bisschen Zeit verliert, passiert dann nicht so viel, aber ein bisschen Angst hat man trotzdem schon, ne? So, 1,5 Sekunden knapp Vorsprung. Aber der zweite Sektor geht gut los. High Speed. Und Sprung, dann links 4, 40. Auf Kuppel und rechts 4, Abhang außen, 60. Mittig halten. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, shit. In rechts 4. Leute. Ah, 2,7 Sekunden. Also, da wären wir wahrscheinlich bei über 3 gewesen. Hätten wir den Fehler da nicht noch gemacht. Trotzdem sehr schön. Vorsprung ausgebaut. Aber bei den 12 Sekunden, die wir jetzt schon Vorsprung haben, ist es ja sowieso alles nur noch Kür, was wir hier zeigen. Links 6, in rechts 6. Links 4, 60. Rechts 3, Bäume innen und Haarnadel links. Oh, ganz knapp nur ausgebaut. Rechts 2, sehr lang. Hundertstel. Aber trotzdem halt grün, ne?
doch, kein Rot. Das ist dann immer, sieht dann immer schöner aus, wenn man da nur grüne Balken hat. Dann links 2, scharfe Kurve. 40, Haarnadel rechts. Warum ist das Auto eigentlich schon wieder so kaputt? Rechts 5, auf Asphalt. Wir waren doch gerade erst in der Werkstatt, haben alles machen lassen. 60, links 5, scharfe Kurve 3. So, jetzt haben wir leicht verloren. Ja, da ist ein fetter roter Balken, aber es waren nur 3 Zehntel, die wir hier verloren haben. Rechts 4, in links 5, dann rechts 4, Vorsicht, über Brücke. Rechts 3, lang. Links 5, in rechts 6, dann links 5, scharfe Kurve 3, Abhang außen. Rechts 3 und links 2, scharfe Kurve. So, die haben wir super bekommen. Nochmal, hier haben wir nochmal richtig gezeigt, was wir können auf dem letzten Abschnitt. Und da sind wir vom Vorsprung her nochmal wahrscheinlich über 3. 3,7 Sekunden, also das lief richtig gut. Das macht einen Gesamtvorsprung von über 16 Sekunden sogar. Ja, wunderbar. Also es sieht richtig gut aus hier bei der Spanien-Etappe, bei der Spanien-Rallye. Es geht ja um nichts mehr, aber gewinnen wollen wir trotzdem. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr denn bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Hier bei Let's Play WRC 4, 4 World Rally Championship. Ja, wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch. Das wird mir sehr weiterhelfen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.